Ich bin Kai, bin 20 Jahre alt, komme aus Bielefeld. Ich spiele halt schon seit einer guten Zeit League of Legends, 10 Jahre ungefähr. Ich spiele ADC auf der Botlane. Also ich spiele das schon seitdem ich angefangen habe, Leute zu spielen, ADC. Ich habe schon immer Botlane gespielt. Mit der Zeit wurde ich halt immer besser und besser. Und ich habe auch, so ehrlich gesagt, macht ADC in Solo-Queue nicht so viel Spaß wie in Competitive. In Competitive ist das die geilste Rolle. Macht halt sehr viel Spaß, man hat Carry-Potential. Und das ist so das, was ich sehr mag. Und auch viel Diversität, wenn man das will. Ende 2019, Anfang 2020 habe ich so angefangen zu denken, so, ey, ich bin nicht schlecht, vielleicht könnte man doch so competitive spielen. Und da habe ich halt casual angefangen, mit so ein paar Leuten zusammen zu spielen. Die haben halt auch casual gespielt und mittlerweile bin ich halt immer so besser und höher gekommen, mit besseren Teams, höher aufgestiegen in Prime League, Turniere gewonnen. Und ja, dann merkt man halt so, okay, das macht schon echt sehr, sehr Bock und wäre halt noch geiler, wenn man höher kommt. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich war, aber ich habe da auf jeden Fall auch aufgehört, Solo-Queue zu spielen. Ich glaube, das sieht man auch noch bei meiner Prime League-Seite, in meinen Details. Da habe ich irgendwie geschrieben, yo, ich spiele kein Solo-Queue, aber ich habe Turniere gewonnen. So, das habe ich da hingeschrieben. Also ich war jetzt nicht so high Elo, aber ich war trotzdem, dachte ich so, ja, okay, Mechanically. Also ich hatte auch keine Ahnung von dem Game. Ich habe nur Mechanically bin ich zum Master gekommen und mittlerweile kommt halt die Knowledge und ich glaube, man sieht schon ganz gut, dass auch Knowledge wichtig ist. Jhin. Einfach, keine Ahnung, seitdem da rausgekommen ist, also ich war vorher so ein Draven-Main, so ein ekliger, da, aber ich habe auch schon früh mit dem aufgehört. Ich bin Master gekommen mit dem das allererste Mal und dann bin ich von Master damals noch auf Diamond 5 gedroppt mit Draven und seitdem habe ich aufgehört, den zu spielen. Dann kam irgendwie meine Midlane-Zeit mit Ahri, aber seit Jhin rauskam, sieht man auch, also Jhin ist ein geiler Champion. Ja. Ich habe auch Prime League gespielt bei Raffels Werkstatt. Das war so, fand ich auch schon sehr krass, weil wir haben echt sehr viel geboten bekommen, auch im Bootcamp das allererste Mal. Hat doch extrem, extrem Bock gemacht. Und ich habe mir das halt auch so vorgestellt wie hier, dass es auch mehr oder weniger so ein Bootcamp-Style ist. Ich habe halt auch Prime League gespielt, Div 3 gespielt, dann Relegations gewonnen, haben Div 3 behalten und jetzt bin ich hier. Aufsteigen, besser werden, vor allem auch dieses Social-Media-Ding, was wir auch gerade machen, finde ich auch sehr geil so. Wäre halt auch geil, wenn man so als Gruppe oder auch als ich selbst so ein bisschen höher komme im Social-Media-Ding. Aber ich hätte auch sehr Bock, einfach in Div 2 zu kommen, weil ich Hardstack Div 3 bin. Also aufsteigen und Social-Media-Ding durchziehen. Das ist so das Ziel. Also damals war das halt auch mein Knowledge-Ding, so Wave-Management, im größten Teil eigentlich Wave-Management und halt Makro, so davon hatte ich nie Ahnung. Aber mittlerweile kam das halt und ich bin ja Div 2 aufgestiegen, aber die haben das Div 3 wieder genannt. Dieser Meme, so mehr oder weniger, Div 3 Hardstack ist halt immer noch da, deswegen will ich Div 2 kommen. Also ein Kollege von mir hat gesagt, ey, kauf Entangled Knights, das ist ein geiles Angebot. Da war ich schon in Raffels Werkstatt verträglich unterschrieben. Dann habe ich halt mitbekommen, so wie krass Kaufland wirklich ist. Ich habe die Playoffs-Games ein bisschen verfolgt und ich habe halt gehofft, dass ihr hoch aufsteigt, deswegen habe ich mir die angeguckt. Und ich habe auch so euren ADC ein bisschen inspiziert, um zu gucken, wie der so spielt. In den Scrims, die wir gemacht haben, glaube ich halt, dass Crown noch sehr viel Ahnung hat. Weil man hat auch gemerkt, dass wenn wir Fehler machen, der so ein bisschen, ey Jungs, hört mal auf mit der und dann halt auch so einen Gameplan direkt erzählt hat. So, das kenne ich eigentlich meistens nur vom Jungle so, aber wenn dann auch nicht so krass und auch von dem Coaching-Stuff. Ja, wir haben ab und zu mal ein bisschen Solo-Queue gespielt, hat halt Bock gemacht, ist ein cooler Typ. Ich glaube schon, ja, er spielt ja die Notorious Leonard Nautilus Kombi und ich mag halt so Aggressive Style, aber ich habe auch gesehen, dass er Adaptive ist. Also ja, ich bin halt auch Adaptive, wird wahrscheinlich geil sein zu sehen, wie wir so zusammen harmonieren. Also vor Raffels Werkstatt nicht. Halt, da war so ein Freund von einem Freund, der halt ein bisschen Ahnung hatte vom Coaching. Der war dann halt immer so drin, aber wirklich so ein Coach hatte ich nicht. Ich hatte einen Positional Coach gehabt, der hat mir sehr viel geholfen. Und ich glaube auch, ohne Witz, dass es sehr was gebracht hat.
Ein reibungsloser Übergang, glaube ich, wird das nicht, weil es halt eine andere Person ist. Aber so game-technisch wise wird, glaube ich, so das Gleiche sein, weil ich kenne ja meine Fehler so. Also das Knowledge-Ding ist halt nicht so perfekt bei mir. Und ich glaube, das wird sehr interessant und auch lustig, so das zu lernen, weil ich will halt gut werden in diesem Spiel. So, ich will wissen, wie das geht und vielleicht potenziell auch irgendwann mal, wenn die Spielerkarriere vorbei ist, mal coachen oder halt auch währenddessen coachen. Ich fände es halt geil, wenn er halt immer so Backseat games, weil ich habe nichts dagegen. Und dann halt so Fehler anguckt, so ey, das hast du falsch gemacht. Ich würde gerne Kritik kriegen von meinem Coach. Ich habe ja auch vorher Twitch gestreamt. Ich mag es einfach, so vor der Kamera zu sein. Und wenn man so ein professionelles Team hat, die dir auch so einen Leitfaden geben, wird es halt auch viel leichter sein. Und ich glaube, so wenn ich mehr und mehr reinkomme, wird es halt immer lustiger. Man kann mehr Humor zeigen, wie auch immer. Aber ja, ich freue mich sehr auf dieses Social-Media-Ding. Game-technisch hatte ich halt so einen Gedanke, wie die ganzen anderen hohen Streamer halt auf einer anderen Rolle hochspielen. Aber ich würde das halt gerne Autofill machen, heißt jede Rolle einfach spielen und dann gucken, wie weit es geht. Das mache ich auch so pipapo auf meinem Smurf gerade. Ich konnte leider mein MIDI-Keyboard nicht mitnehmen, weil zu viele Taschen. Aber ich hätte auch irgendwie Bock, irgendwas Piano-mäßiges zu machen. Halt ein Lied lernen. Es gibt ja diese 1 Minute, 10 Minuten, eine Stunde Video. Sowas wäre vielleicht interessant, aber ich habe halt das Ding nicht. Brutal Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Ich gucke gerne YouTube, gucke ich halt League of Legends, ich gucke auch gerne Schach. Ich gucke halt auch immer diese Musikvideos, wo irgendwie Leute mit Perfect Pitch, die halt jede Note kennen und ein Lied hören, wissen direkt, wie das gespielt wird. Solche Videos gucke ich halt auch gerne, die so irgendwie geil mit Geige spielen oder solche Sachen. Halt auch Piano selbst spielen. Ich habe mein Piano vor 2 Jahren im Winter bekommen. Dann habe ich aufgehört, weil ich bei einem Lead stuck war. Da habe ich, glaube ich, ein Jahr lang aufgehört und dann vor 2-3 Monaten wieder angefangen. Und ja, ich kann jetzt halt 3 Lieder mehr oder weniger gut. Das ist ja so ein Bootcamp-Type und ich war ja einmal im Bootcamp und das, worauf ich mich damals gefreut habe, war halt einfach mit diesen Leuten, die man im Internet kennt, im echten Leben sehen. Das finde ich halt extrem, extrem geil und halt auch diese ganzen Aktivitäten, die man als Team machen kann, um halt sich besser kennenzulernen und halt auch das Social-Media-Ding zusammen zu machen, weil ich habe auch ein paar Videos geguckt von den Hangry Nights-Jungs und das sieht halt alles extrem lustig aus und ich glaube, wenn man das so zusammen macht, mit mir zusammen, wird es auch lustig sein. Ich spiele Apex Legends. Mit meinem Cousin habe ich das immer gespielt. Habe ich mal Genshin Impact gespielt wie Paul. Ich werde wahrscheinlich auch wieder anfangen. Und sonst ja so kleine Nebenbeispiele wie Geometry Dash. Aber sonst eigentlich mainly nur League. Ja Leute, danke fürs Zugucken. Wenn ihr noch mehr von mir und von den Kaufland Tangle Knights sehen wollt, dann folgt uns auf den Social Media Kanälen. Ich bin T-Lamp und wir sehen uns.